Kämpfen bin ich einfach noch zu schlecht in dem Spiel. Och, das sind wieder Leute, die was mich nicht mögen. Ach, verdammt. So, verlassene Laden. Jetzt lassen wir wieder heilen, nicht direkt aufgeben. So, wo ist sie? Da vorne. Da will ich hin. Wie move ich da? Darum. Das schaffe ich doch heute, den Sprung. Natürlich schaffe ich den. Sehr gut. Hey, ihr seid aber cool, oder? Jo, ihr seid PKs. Das ist ein PK-Wachturm. Du hast hier keinen Zutritt. Okay, okay. Alles gut. Alles easy, Leute. Das sieht so aus, als ob es geil Loot geben würde, aber das ist offenbar nichts. Schade. Da vorne ist es. Hey, noch ein PK-Wachtpunkt. Wenn ich das Ding jetzt zu so einem PK-Standposten mache, und die sagen, ich habe ja nichts verloren, das ist ja blöd. Zack. Einmal außen rum. Jawohl, dann sind wir oben. So, was macht man diesmal? Ah, hier ist unten die Schraubsicherung. Ich bin gespannt, wie das ausschaut. Ja, das schaut schon anders aus. Ähnliche Animationen, aber andere Leute. Oh ja, das schaut deutlich anders aus. Das ist eine richtige Festung. Im Gebiet freigeschaltet 4, 5, what? Wait, what? Okay. Erstmal umschauen. Was haben wir denn, was wir noch nicht kennen? Da ist irgendwo was? Da unten? Da. Dunkle Höhle. Ist noch irgendwo was? Das wo gibt's da was zu sehen? Da war der Lock. Zack. Oh, noch ein Windrad. Okay, das ist rot. Das kann ich glaube ich noch nicht machen. Ah, da haben wir den Lock. Komm. Komm. Nicht so wackeln. Ah, die Militärlieferung, die ist aber auch rot, das geht auch noch nicht machen. Das Gebiet hier ist offenbar erst für... Oh, da wäre noch was gewesen, ich habe es hier rüber. Ah, da ist ein Konvoi, oder? Eine Anomalie. Okay, okay, okay. Das war's aber jetzt anscheinend hier. Da ist noch irgendwo was. Ein bisschen so. Bist du das? Burger? Nee.
da gibt's noch was zum Sehen. Das sind auch wieder so Kräne, das sehe ich direkt, dass da was zum Rumjumpen ist. Ach, da oben. Ah, Stromwerk. Ist aber auch rot. Ist auch. Oh, 300, okay. Das war's jetzt aber. Jetzt schauen wir mal auf die Map, was jetzt denn jetzt alles freigeschaltet hat. Die PK-Strukturen. Kadettenakademie, UV-Scheinwerfer, Peacekeeper-Gebiet, Peacekeeper-Gebiet, wo Neulinge die Grundlagen lernen und Gefechte empfehlen. Ressourcenmanagement-Taktiken, infizierten Berichterstattung üben. In der Akademie finden sich auch manchmal bestimmte Peacekeeper, die Aidens Dienste benötigen. Okay. Brauerei. Uniformwerkstatt. Räucherkammer. Okay, und das hier unten ist der Dachaußenposten. Da habe ich sogar direkt eine Quest. Und da kriege ich ein Buch für. Ach komm. Ich meine, warte mal, Ingame-Time ist 12.50 Uhr. Das gönnen wir uns jetzt auch noch. Das ist hier da drüben, aber ich gehe trotzdem mal hier runter. Gibt es hier auch einen Händler und so für mich? Oder könnt ihr mich jetzt auch nicht leiden? Lass mich leiden? Offenbar. Ist hier mein Bett? Nö. Hab ich hier überhaupt ein Bett? Warte mal. Ja doch, da drüben, links von mir. Da hinten. Da, in dem Container. Hier bin ich untergebracht, jawohl. Ganz viel Peacekeeper-Helme hier noch. Könnte ich mich eigentlich ausstatten. Ich habe auch was vorhin noch gefunden. Inventar. Jo, und die Jägermaske. Natürlich nice, dass ich die gefunden habe und nicht kaufen musste. Warte mal, du bist ein Händler. Bester der Branche. Jo, Bester der Branche. Hört sich gut an. Was hast du denn Cooles? Oh, der Waffenhammer schaut natürlich geil aus. Na, eine Pistole vorne hingeknetet. Was hast denn du für Klamotten? Jo, sowas will ich eigentlich haben. Hier, Raufbold. Raufbold-Zeug. Oder was ist das? Panzerklasse? Ist Zweihandwaffen. Nee, also Raufbold-Sachen, die würde ich eigentlich gerne haben. Kostet 600, 330. Ha. Eine Überlegung wert. Aber mache ich mal noch nicht. Ja, vielleicht finde ich ja das ganze Zeug alles. Ich will jetzt darüber. Oh, da ist auch ein Händler. Okay, hier kann ich auch rein. Du bist ein Zombie. Okay. Kann ich nicht rein, dass direkt unterm Außenposten so ein Zombie rumeiert. Gönn dir. Es sind noch mehr. Komm, das clear ich jetzt das Ding hier einfach. Ich meine, es ist hell. Du bist noch nicht wach. Dich kann ich jetzt auch noch den Teil machen. Durchsuchen. Okay, Harz und Teile. Ist nichts so Besonderes. Oh, da sind noch mehr da drüben. Sollte ich vielleicht noch nicht ganz so unvorsichtig sein? Jo, zweimal Drähte, nice. Da haben wir Teile und nichts. Weiter unten ist auch nochmal eine Etage, okay. Mir ist auch noch einer, der was da. Sieht der mich? Ich bin hinter der Säule, du siehst mich nicht. Mach's erstmal auf.
Platz. Ist das noch irgendwas? Ist da noch infiziert? Kann ich dich sneaken? Jetzt halt. Jawoll. Ja, du hast sogar Geld für mich gehabt. Danke, Mann. Kabel. Irgendwas vergessen? Nee, jetzt schaut's eigentlich clear aus. Ja. Dann müssen wir jetzt einfach schnell sein. Das ist fast übersehen. Sind wir jetzt durch auf der Etage? Ja, sind wir. Dann gehen wir wieder raus. Jetzt geht's ab nach oben. So, du hast was für mich. Habt ihr auch noch was für mich? Jo, hier ist der Händler. Peacekeeper stehen für Qualität. Okay. Was hast du denn? Ressourcen und Verbrauchsgüter, aber auch eine Stufe 1. Ich kann mir Stufe 2 selber herstellen. Meine ersten 1 meine ich schon Stufe 2. Warte mal. Nö. Ich dachte, ich hab die aufgewertet. So ein Scheiß. Handwerksmeister, Militärtechnologie habe ich schon 2. Trophäen habe ich ein paar. Genau, das ist das. Ach, das bringt bloß einen Haufen Geld, genau. Könnt natürlich jetzt hier mit dir handeln und alle Wertsachen verkaufen, genau. Das sieht man bloß nicht, weil das unter meiner Cam ist. 1440 plus. Ja, okay. Du bist dir jederzeit willkommen. Das hört sich auch gut an. Leute, was geht? Was machen wir? Zivilist, das ist deine PK-Operation. Räum den Bereich. Ja, okay, ist ja schon gut. Geh mal hier raus zu einem Kollegen. Hey, hättest du Lust auf eine Runde Spaß? Ja, ich hab hier Dienst. Spaß hört sich gut an. Ach ja, unter meiner Webcam ist auch die Zeit. Das fällt eben auf. Komm, verschiebe ich doch gleich mal. Das ist mir vorher auch von. Setze ich die einfach dahin. Haha. Du flirtest du mit mir oder was? Ja, nicht ganz. Nee. Obwohl. Nee. Vergiss es. Merkst du, was das Leben mit dir gemacht hat? Schon deine Reaktion auf das Wort Spaß spricht Bände. Unterhaltung? Was ist das? Gitarre spielen, am Lagerfeuer sitzen, bis zum Umfallen picheln. Niemand weiß mehr, wie man Party macht. Dem kann ich doch bestimmt Wodka geben. Die Leute sollen sich mal entspannen. Sonst bringt sie der Stress noch um. Du kriegst deinen geilen Knüppel. Was habe ich also gemacht? Ich habe ein tolles Spiel erschaffen. Mm. Es heißt Ultimate, weil es das Beste ist. Es heißt Fury, weil es so furios ist. Und, warte. Es heißt Cricket. Ultimate Fury Cricket. Oh, da bin ich gespannt. Genau. Früher war das mal eine Sportart, wo man einen Ball mit einem Schläger treffen musste. In meinem Spiel haut man stattdessen auf Infizierte. Okay. Was ist denn am Kampf gegen die Infizierten so neu? Was so neu ist? Na, dass man Spaß ohne Ende dabei hat. Ist doch super, oder? Nicht immer nur Aufträge, Leute retten, ja, Gebäude säubern. Einfach nur rausgehen und seinen Frust an diesen Wichsern abreagieren. Darum ging es doch immer schon in bestimmten Sportarten, oder? Denk mal an Boxen. Wenn du willst, steig in die Arena und schnapp dir einen Knüppel. Und das Beste, du kannst damit übrigens auch eine richtige Menge Kohle machen. In der Arena steigen. Nur eins. Bleib von meinem Bruder Ron weg. Betrügerischer Rüpel. Der erzählt allen, er hätte Ultimate Fury Cricket erfunden. Dabei war ich das. Aha. Das heißt, was bist du jetzt? Hallo? Verfolgen wir mal. Schließen Sie die Herausforderung mindestens mit der Bronzemedaille ab. Okay, das ist eine Herausforderung. Schauen. Was steht denn da als Beschreibung?
Dann ein früherer Box-Promoter organisiert damit ein Freak-Match, mit dem man im perfekt, ich war schon also müde. Ring-Infizierende mit einem besonderen Schläger besiegen muss, okay? Ja, komm, das probieren wir jetzt. Die Erlösung kann nur während bei Nachtgeschalme. Ach, echt jetzt? Dein Ernst, warum immer Nacht? Ich hab keinen Bock auf Nacht. Ja, komm, mach mal. So, zwingen Sie 20 Infizierte aus dem Ring, bevor die Zeit abläuft. Okay, eine Minute. Ja, das probieren wir einfach mal. Fehlgeschlagen. Ja, ich will es aber nochmal machen. Komm. Starten. Ich will es nochmal probieren. Ich, Wahnsinn, war ich da eben schlecht. So, gleich hin. Knüppeln. Und. So. Komm, raus mit dir. Ist ja nicht aus dem Ring. So, das hier ist jetzt der Move, weil ich hier einfach neben die Wand gehe. Zack, ein bisschen dodgen kurz. Und über die Wand. Und ich bin down. Ach man, fuck it. Komm, nochmal. Aber ich kann es nicht einfach nochmal starten. Ja, einmal probiere ich es jetzt noch. Das sind ja nur die. So ein bisschen den Winkel ändern. So gedodged. So, jetzt einmal hier rumlaufen. Zack. Weg! Oh fuck, du bist nicht weg! Zeit drüber über die Wand und oh, oh. Okay, ich bin gleich wieder tot. Zeit darüber. Oh, verdammt! Und raus! Und hopp. Oh, ich hab die Range von dem Knüppel nicht so im Ding. Fuck, aber 10 habe ich es immer geschafft. 10 geschafft. Ach, komm, einmal noch. Kann ich, wenn ich jetzt einfach stehen bleib? Nee. Ich muss abbrechen und wieder neu starten. Schade. Ich dachte, ich kann die einfach direkt wiederholen. Das ist ein bisschen blöd. Kämpfen Sie Infizierten mit einem. Werfen Sie aus dem Ring. Ja, klar. Zack. Zack. Weg. Okay, du wirst getroffen, aber du kommst nicht raus. Fuck. Zack, du bist raus. Wo sind die nächsten? Da kommen viele. Oh, fuck, ich bin ja
gleich wieder down. Ja, ich hab schon keine Ausdauer mehr. Dann. Meine Ausdauer am Arsch ist, bin ich halt down. Verdammt! Die eine. Ja, komm, noch einmal noch. Einmal probier es jetzt noch. So, eins. Du bist raus. Du gehst auch raus eigentlich. So, auf Block regeneriere ich auch Ausdauer. Und beim Dodgen auch. Okay. So, du bist auch raus. Du bist noch da. Zack. Natürlich hast du mich auch. Zack, direkt raus. So, du bist da, da, da. Und weg. Zack, zack, zack. Ja, okay, jetzt. Jetzt bin ich wieder am Arsch. So, kurz eine Runde laufen. Blocken. Aus. Okay, es geht dodgen, dodgen, dodgen. Und ich bin down. Kacke. Aber ich habe über eine Minute zumindest überlebt. Okay. Da muss ich vielleicht mal noch üben. Habe ich jetzt hier in der Nähe überhaupt ein Bett? Kommt mir eben so. Da bei der Mühle, aber hier direkt jetzt eigentlich nicht. Dort Schwimmbad. Was ist das Schwimmbad? Da ist auch eine Safe Zone. Definitiv. Aber ich setze mir jetzt mal kurz das Bett ausziehen. Da ist die Findmühle. Wie komme ich da rüber? Darum. Da habe ich doch direkt. Hopp. Hallo? Hoch, 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 hoch. Okay, warte. Okay, hier habe ich jetzt schon mal V gehabt. Jetzt, da bin ich drin im Peacekeeper-Laden. Und hier ist auch direkt mein Bett. Dann warten wir bis zum Tagesanbruch. Kacke. Ich bin ja so schlecht. So. Aber... das war's für heute wieder. Ich meine, es ist gerade jetzt im Moment kurz nach 3, also ich leg mich jetzt hin. Bis zum nächsten Mal. Haut's rein. Servus.